بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht, wo wir inshallah unsere Reihe fortführen wollen über die Zeichen des jüngsten Tages. Und wir sind immer noch mit den kleinen Zeichen des jüngsten Tages beschäftigt. Wir nähern uns aber so langsam dem Ende. Es gibt jetzt noch einige Zeichen inshallah, also die in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich kommen werden, wo es um Zeichen geht, welche noch nicht eingetreten sind oder größtenteils noch nicht eingetreten sind. Dann werden wir inshallah ta'ala ein eigenständigen Vortrag haben über ein kleines Zeichen, was aber eine Überleitung zu den großen Zeichen ist, und zwar der Mahdi, über den wir inshallah auf jeden Fall einen ganzen Vortrag machen werden, wenn nicht sogar zwei, müssen wir mal schauen inshallah. Und dann beginnen auch schon die großen Zeichen, bi'iznillahi azzawajal. Und wir hatten letzte Woche noch über einige Zeichen gesprochen gehabt, welche die Veränderung der Gesellschaft betreffen, und zwar einmal die Überzahl der Frauen, die hohe Zahl der Römer, womit wir auch gesagt haben, dass damit die westliche Welt gemeint ist und die Europäer, und die niedrige Zahl der Araber. Ebenfalls hatten wir darüber gesprochen gehabt, dass der plötzliche Tod sich stark verbreiten wird. Und wir haben das auch interpretiert gehabt, was damit gemeint sein könnte. Und haben ganz kurz nur angeschnitten, das nächste Zeichen, über das der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, nämlich, dass dann auch vor dem jüngsten Tag die Menschen nicht mehr mit dem urteilen werden, was Allah ta'ala herabgesandt hat. Also sie werden sich anderen Gesetzgebungen zuwenden und von dem ablassen, was Allah subhanahu wa ta'ala an Geboten herabgesandt hat. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier beschrieben hat, welche sich die Muslime über 1300 Jahre nicht hätten vorstellen können. Für die Muslime war es immer selbstverständlich gewesen, dass der Koran, die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Maßstab für alle Dinge sind. Es gab immer wieder Muslime, welche vom richtigen Weg abgekommen sind, gar keine Frage. Welche wussten, was richtig ist, sich aber nicht daran gehalten haben. Aber sie wussten, dass das, was sie tun, falsch ist. Und die absolute Mehrheit der Muslime war sich darüber einig gewesen, da wurde gar nicht darüber diskutiert, dass das Wort Allahs und die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam der Maßstab für alles ist. Auch für ihr alltägliches Leben. Und erst mit dem Kolonialismus, erst mit dem Zeitpunkt, wo die muslimische Welt in Kontakt getreten ist mit einem aufstrebenden Europa, einer Zeit der Reform in Europa, erst in dieser Zeit, wo sich die Aufklärung, die sogenannte Aufklärung in Europa breit gemacht hat und die Muslime dann zum ersten Mal mit der Napoleon-Expedition in Ägypten von 1798 bis 1801 dann in Kontakt getreten sind mit der europäischen Welt, kamen Gedanken auf, dass nicht mehr die Rettung für die Muslime und das Interesse der Muslime darin liegt, dass sie alles befolgen, was wir im Koran und der Sunna finden, sondern dass man die Religion für den privaten Bereich lassen sollte, während im alltäglichen Leben ich dann andere Gesetze, andere Normen, andere moralische Vorschriften als Mensch befolgen kann. Das ist dem Muslim absolut fremd gewesen, das gab es nicht. Genauso wenig, wie es so etwas wie ein Nationalstaat gab. Das kam alles erst viel, viel später. Und das wurde dann immer mehr.
Und mit dann auch dem Kolonialismus, bei dem ein Großteil der islamischen Länder kolonisiert wurden, militärisch besetzt wurden, auf der einen Seite, aber nicht nur militärisch besetzt wurden, sondern auch die Köpfe der Menschen besetzt wurden, das ist noch viel, viel schwerwiegender, hat sich dann auch unter den Muslimen die Idee verbreitet, die Religion, sie ist privat, eine Privatsangelegenheit, hat aber mit dem Alltag und mit der Gesellschaft an sich überhaupt nichts zu tun. Ja, die Religion ist sogar was? Die Religion ist sogar der Grund für die Rückständigkeit der Muslime. Und dementsprechend, wenn wir als Muslime, als Arabischländer, als Türken, als Bosniaken, wie auch immer, Fortschritt haben wollen, dann müssen wir uns von der Religion trennen. Und die Religion in der Moschee lassen, aber im Alltag uns dann dem Fortschritt, wie sie es genannt haben, zuwenden. Sodass es zu einer kompletten Trennung zwischen Religion und zwischen dem alltäglichen Leben kommt, was wir heute als Säkularismus oder Laizismus bezeichnen. Säkularismus oder Laizismus, eine Trennung, eine ganz klare Trennung zwischen Staat und zwischen Religion. Und das finden wir heutzutage in den meisten islamischen Ländern. Etwas, was für Muslime über Jahrhunderte hinweg unvorstellbar gewesen ist. Weil das für sie eine Selbstverständlichkeit gewesen war. Wir haben das Buch Allahs, wir haben die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Was wollen wir mehr? Wir müssen sie nur richtig verstehen und nur richtig umsetzen. Das hat natürlich mit vielen anderen Faktoren zu tun, auf die wir heute nicht eingehen können. Aber erst einmal hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas vorausgesagt, was erst 1300 Jahre später eingetreten ist. Was für ein Zeichen, subhanallah. Es hat 1300 Jahre gedauert, bis dieses Zeichen eingetreten ist. Und der Koran, er warnt uns ja immer wieder davor. Und er zeigt uns auf, dass ich eigentlich erst dann ein wahrhaftiger Muslim bin, wenn ich bereit bin, alles zu akzeptieren, was von Allah Ta'ala kommt. Auch die Dinge, welche das alltägliche Leben betreffen. Meine zwischenmenschlichen Beziehungen, die sogenannten Mu'amalat. Und deswegen sagt Allah Ta'ala in Surat Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْفَاسِقُونَ الظَّالِمُونَ. Und wer nicht bereit ist, nach dem zu richten, dem zu urteilen, was Allah herabgesandt hat, so sind jene, die Ungläubigen oder die Ungerechten oder die Frevler. So sind jene, die Ungläubigen oder die Ungerechten oder die Frevler. Gut. Wie gehen wir jetzt aber mit dieser Sache eigentlich heutzutage um? Ich meine, es gibt sehr lange Diskussionen darüber, wie man heutzutage eigentlich die Scharia richtig interpretieren kann. Ich möchte gar nicht auf diese Debatte zu sehr ins Detail gehen, jetzt, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das ist eine sehr, sehr komplexe Debatte, über die die Muslime seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit eigentlich fast zwei Jahrhunderten, anderthalb Jahrhunderten, zwei Jahrhunderten, sehr, sehr intensiv debattieren und diskutieren. Und hier gibt es aber eine Sache, die für mich erst einmal als Muslim sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, dass ich als Muslim bemüht sein sollte, egal wo ich mich auf der Welt befinde, ob in Deutschland oder ob in Ägypten oder ob in Palästina oder ob in der Türkei, ob in Pakistan, völlig egal, wo ich mich befinde, dass ich als Muslim immer danach streben sollte, die Gebote Allahs in meinem Leben umzusetzen und zu implementieren und bereit zu sein, alles zu befolgen, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, was in meinem Rahmen liegt. Und da gibt es viele Dinge. Viel mehr, als man denkt. Nicht nur das Gebeten, das Fasten. Nein, das ist ein kleiner Teil. Ein wichtiger Teil, aber es ist ein kleiner Teil, der den Bereich der Ibadat umfasst. Weil die Scharia umfasst ja alle Bereiche der Religion. Umfasst die Aqida, was ich verinnerliche als Muslim, und umfasst aber auch meine Handlungen und meinen Akhlaq. Aber es sind nicht nur diese Ibadat, welche ein Teil der Scharia sind, sondern es sind auch die Mu'amalat, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da kann ich als Muslim sehr, sehr viel tun. Nämlich dort, wo ich Einfluss habe. Wenn es beispielsweise um meine Familie geht. Meine Beziehung zu meiner Frau. Meine Beziehung zu meinem Ehemann. Es gibt viele Muslime, die vielleicht fünfmal am Tag beten. Aber sobald es zu einem Streit kommt oder einem Konflikt zwischen ihr oder ihm und dem Ehepartner, vergessen sie plötzlich alle Gebote Allah subhanahu wa ta'ala. Hauptsache, ich kann dem anderen eins auswischen.
wo Allah Ta'ala hier ganz klar aufgezeigt hat, wie ich zu urteilen habe. Wenn es um die Erbfolge geht und das Verteilen des Erbrechtes, viele Muslime kümmern sich nicht darum. Aber Allah Subhanahu wa Ta'ala hat ganz klar festgelegt, wie das Erbe aufgeteilt wird. Das sind Dinge, die in meiner Hand liegen, die ich als Muslim beeinflussen kann. Also sollte ich da auch bestrebt sein, alles richtig zu machen. Wenn es um das Heiraten an sich geht, dass ich überhaupt heirate, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat mir ganz klar aufgezeigt, welche Grenzen ich einzuhalten habe, dass ich als Muslim versuche, hier die Grenzen einzuhalten. All das sind Bereiche, bei denen ich als Muslim Einfluss habe darauf, ob ich die Gebote Allahs umsetzen möchte oder nicht. Und leider gibt es viel zu viele Muslime, die das nicht tun. Und dementsprechend, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam so etwas sagt, dass eine Zeit kommen wird, die wir gerade momentan erleben, eine schwierige Zeit, wo die Menschen nicht mehr nach dem urteilen werden, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, dann sollte ich als Muslim bestrebt sein, es zumindest in dem Rahmen zu tun, in dem ich die Möglichkeit habe, es umzusetzen. Weil genau das ist es, wonach Allah ta'ala mich befragen wird. Allah wird mich nicht danach befragen, was irgendein Herrscher gemacht hat. Allah Ta'ala, er wird mich nicht nach einem Regenten fragen, sondern er wird mich am jüngsten Tag danach befragen, Farid, was hast du aus meinen Geboten gemacht, die du umsetzen konntest? Das ist das, wonach Allah mich fragen wird. Und darauf muss ich mich vorbereiten. Und da muss ich bereit sein, die Gebote Allahs zu praktizieren und zu befolgen. Kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Aspekt diesbezüglich. Weil es gibt viele Muslime, welche glauben, aufgrund dieser Ayat, die ich gerade zitiert habe, jetzt darüber urteilen zu müssen, wer von den muslimischen Herrschern ein Kafir ist oder ein Muslim. Oder besser gesagt, ein Muslim oder ein Kafir. Und sich nur mit dieser Frage beschäftigen, die ganze Zeit über. Ja, das ist jemand, der urteilt nicht nach den Geboten Allahs, also ist er ein Tarot, also ist er ein Kafir. Automatisch. Allah Ta'ala sagt es doch. Wer nicht nach dem Urteil, was herabgesandt wurde, das ist ein Kafir. Also ist er ein Kafir. Was gibt es da überhaupt für Diskussionen? Und hier muss ich als Muslim aufpassen, dass ich mich nicht in einem Bereich begebe, in dem ich mich nicht auskenne. Und dass ich mich als Muslim nicht zu weit aus dem Fenster lehne und mir Dinge erlauben, die mir nicht zustehen. Und was steht mir auf keinen Fall zu als einfacher Muslim? Oder als einzelner Muslim, selbst wenn ich ein Gelehrter sein sollte. Was steht mir nicht zu? Einfach so über jemanden den Takfir auszusprechen. Weil so einfach ist die Angelegenheit nicht. Es ist nicht so leicht zu sagen, dieser Herrscher ist ein Kafir. Warum? Weil er urteilt nicht nach den Gesetzgebungen Allahs. Erstens ist das eine sehr schwammige Angelegenheit, Nummer eins. Nummer zwei, du weißt überhaupt nicht, warum er das nicht tut. Vielleicht kann er nicht. Vielleicht hat er nicht die Möglichkeit. Vielleicht erlauben es die Umstände momentan nicht. Vielleicht gibt er sich Mühe in einem Bereich, aber schafft es in einem anderen Bereich nicht. Vielleicht hat er eine andere Interpretation von der Bedeutung von Scharia. All diese Dinge muss ich dabei berücksichtigen. Aber einfach jetzt, wie es einige Jugendliche heutzutage tun, die ganze Zeit nur über die Frage diskutieren, welcher der muslimischen Regenten in der islamischen Welt ist ein Muslim und ein Kafir. Ja, und dann kommen sie an, ja, Erdogan, ja, der ist ja in einem laizistischen Land und ist so über den Laizismus an die Macht gekommen, also ist er ein Kafir. Ja, so einfach ist das. Ja? Ja? Der König so und so ist ein Tarut, weil er dies oder jenes. Ist nicht so einfach. Das ist eine höchst komplexe Angelegenheit, bei der ich aufpassen muss. Weil nämlich der Takfir oder das Aussprechen des Takfir auf eine Person verheerende Folgen hat für diese Angelegenheit. Und sogar zu Blutvergießen führen kann. Und zu einer großen Fitne unter den Muslimen führen kann. Und aus diesem Grund muss ich sehr, sehr vorsichtig sein. Und sollte mich vor solchen Personen fernhalten, die die ganze Zeit nur darüber diskutieren, welcher der Herrscher denn ein Muslim sei und welcher nicht. Und es geht ja noch weiter bei einigen. Es ist ja nicht nur so, dass sie darüber diskutieren, welcher der muslimischen Herrscher nun ein Muslim ist oder nicht, sondern sie gehen noch einen Schritt weiter. Und zwar sagen sie, jeder, der nicht diesen Herrscher als Kafir ansieht, ist ebenfalls ein Kafir. Und dann kommen sie, und das sind diese Halbwahrheiten, das sind immer diese Halbwahrheiten, ja, dann kommen sie mit einer Regel, welche durchaus richtig ist, aber hier in diesem Bereich völlig fehlend, also völlig fehl am Platz ist. Und zwar sagen sie dann, man lam yukaffir al-kafir fa huwa kafir. Wer nicht den Kafir zum Kafir erkennt, ist ein Kafir. Ist diese Regel an sich erst einmal, diese Qaida,
Ist diese Qaida, diese Regel, eine korrekte Regel? Ja. Wurde sie aber korrekt umgesetzt und verstanden von diesen Leuten? Nein. Was ist denn nämlich damit gemeint? Was ist denn mit dieser Regel gemeint? مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ الْكَفِرْ فَهُوَ كَفِرْ. Wer nicht den Käfer zum Käfer erkennt, ist selbst ein Käfer. Was ist damit gemeint? Und welcher Käfer ist damit gemeint? Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Ihr verstehen müsst. Na, you don't know. No problem. Alhamdulillah. Und zwar, gemeint ist damit, ja? Das ist der eindeutige Al-Kafir al-Asli. Der ursprüngliche Kafir. Beispielsweise. Ja? Jemand, über den der Koran sagt, er ist ein Kafir. Abu Lahab als Beispiel. Fir'aun. Jemand, der behauptet, er sei kein Kafir. Was bedeutet das? Dass er einen eindeutigen Kafir nicht zum Kafir erklärte. Und somit verleugnet er Ma'lumun min ad-Din bit-Tarura. Er verleugnet eine Angelegenheit in der Religion, die allen klar ist. Das ist damit gemeint. Oder eine bestimmte Gruppe von Menschen. Sagt, die sind keine Kuffar, die sind auch Mu'minun. Das ist sehr gefährlich. Ja? Wenn sie eindeutig Mushrikun sind. Also Leute, die Schirk begehen. Mushrikun, Götzenanbeter. Und ich sage, sie sind keine Kuffar. Dann verleugne ich etwas eindeutig aus dem Koran, das fällt auf mich zurück und somit würde ich dann, wenn ich aufgeklärt werden würde, ebenfalls zu einem Käfer werden. Aber diese Regel hat nichts damit zu tun, dass es hier irgendwelche Diskussionen gibt über einen Herrscher und dann heißt es, ja, der ist doch eindeutig ein Käfer, für dich eindeutig. Wir sagten, dass er ein Käfer ist. Das ist in deinem Kopf, ist er ein Käfer. Nicht mehr und nicht weniger. Aber diese Eindeutigkeit ist nicht vorhanden. Ja? Und dementsprechend hat diese Regel, ja, mit deiner Angelegenheit überhaupt nichts zu tun. Und es geht dann so weit, dass sie dann wirklich, ja, diesen Kettentekfir haben. Das nennt man Kettentekfir. Ja, also, erstmal, ja, der Herrscher ist ein Käfer. Wer ihn nicht zum Käfer erklärt, ist ebenfalls ein Käfer. Und wer denjenigen, der den Herrscher nicht zum Käfer erklärt, nicht zum Käfer erklärt, ist dann ebenfalls ein Käfer. Und es geht dann so weiter, bis dann plötzlich alle Kuffar sind und es nur noch 5 oder 6 Muslime auf der ganzen Welt gibt. Dann sind da meistens diejenigen sozusagen, die dann diese Gruppe, ist dann der Anführer der Gruppe mit 2, 3 anderen. Ja, und irgendwann einmal, nach einigen Monaten, streiten sie sich auch und dann machen sie gegenseitigen Takfir. Und am Ende bleibt nur noch ein Muslim übrig auf der Welt. Also, ja, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen. Ja, diese Angelegenheit ist nicht einfach. Was lernen wir also aus diesem Zeichen? Noch einmal, 3 Dinge. Ja, einmal, ich muss versuchen, die Gebote Allahs in meinem Leben so gut ich kann umzusetzen. Auch wenn die Gesellschaft das nicht tut. Ja? Zweitens, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht auf solche Diskussionen einlasse. Und drittens, das Zeichen, welches der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angekündigt hat, hat sich subhanallah 1:1 wirklich bewahrheitet. Und wir sind diejenigen, die das heute mit eigenen Augen sehen können. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kommen wir insha'Allah ta'ala zu einem weiteren Zeichen. Und zwar, in einer Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und erzählt hier mehrere Zeichen auf und nennt dann inmitten dieser Zeichen folgendes. La taqumu sa'a hatta yadhhar al-fuhsh wa al-tafahsh. Die Stunde wird nicht beginnen, bis Al-Fuhsh wa al-Tafahsh, also die Sittenlosigkeit sich verbreitet, haben wir darüber gesprochen gehabt. Wa qati'atu ar-rahim. Und die Familienbande gespalten wird. Kann man vielleicht jemandem, die Schwester da oben sagen, dass sie ein bisschen leise sind? Barakallahu. Ich glaube oben. Das hört man. Das hallt sehr stark. Wa qati'atu ar-rahim. Und die Familienbande gespalten wird. Und getrennt wird. Und dann kommt das Zeichen, worüber wir heute sprechen, insha'Allah ta'ala, was ebenfalls noch zu dieser Kategorie der Veränderung der Gesellschaft gehört, nämlich وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ und es zu einer schlechten Nachbarschaft kommt. Zu einer schlechten Nachbarschaft kommt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zeigt uns hier auf, dass vor dem jüngsten Tag die Beziehungen unter den Nachbarn sich verschlechtern werden. Entweder durch die Anonymität, wie wir es in Großstädten haben. Der eine kennt den anderen nicht. Kann sein, dass du in einem Haus lebst
und deine Nachbarin seit 3 Monaten schon tot in der Wohnung liegt und keiner darüber Bescheid weiß. Und erst nachdem der Geruch sich im ganzen Treppenhaus verbreitet hat, ruft man dann die Polizei an und stellt sich heraus, die Nachbarin ist seit 3 Monaten tot. Das kann halt sein. Das ist das eine Möglichkeit. Das erleben wir tagtäglich hier in Großstädten, in Berlin. Es kann aber auch sein, dass man wirklich einfach schlecht zu seinen Nachbarn ist. Dass man sie schlecht behandelt. Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass es sehr stark verbreitet, auch leider unter Muslimen. Dass man keine Rücksicht nimmt auf seinen Nachbarn. Dass man sich um ihn überhaupt nicht schert, um sein Wohlbefinden schert. Dass man mitten in der Nacht laut den Fernseher auftritt oder Musik macht, laut schreit, bis in die Nacht mit seinen Gästen sitzt und laut lacht, sodass die Nachbarn nicht schlafen können. Und wenn sie sich beschweren, dann fängt man einen Streit an, etc. All das ist ebenfalls sehr, sehr stark verbreitet. Das Problem ist nur bei der ganzen Angelegenheit, dass bei diesem Zeichen es auch hier eine Warnung an jeden Einzelnen von uns geht. Weil mein Nachbar kann ein Grund sein dafür, dass ich eine hohe Stufe bei Allah erreiche, aber er kann auch ein Grund sein dafür, dass ich von Allah subhanahu wa ta'ala bestraft werde. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es gesagt. Es glaubt nicht derjenige, vor dessen Schaden sein Nachbar nicht sicher ist. Stell dir das mal vor. Subhanallah. Es glaubt nicht derjenige, vor dessen Schaden dein Nachbar nicht sicher ist. Wenn du also deinen Nachbarn immer wieder ärgerst und immer wieder störst, dann glaubst du nicht richtig. Einmal kam die Sahabe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und erzählten ihm von einer Frau, welche viel gefastet hat und viel in der Nacht gebetet hat. Und dann sagten sie, Ya Rasulallah, illa annaha tu'zi jiranaha. Das Problem ist nur, sie schadet immer wieder ihren Nachbarn. Sie ist schlecht zu ihren Nachbarn, unverschämt zu ihren Nachbarn. Was antwortete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Das ist ein sehr hartes Urteil. Was sagte er? Er sagte, hier finnar, Allahu Akbar. Oh, sie ist im Höllenfeuer. Stellt euch das mal vor. Fastet viel, betet viel, aber schadet ihre Nachbarn. Bringt ihr alles nichts. Sie ist im Höllenfeuer. Wala hawla wala quwwata illa billah. Der Nachbar hat so eine hohe Stellung bei Allah Ta'ala, dass Allah Ta'ala ihn erwähnt hat in derselben Ehe, wo er über den Monotheismus ihm gegenüber spricht und über die Güte gegenüber den Eltern spricht. Hört euch mal diese Ehe in Surat An-Nisa. Die Ehe Nummer 36 in Surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Hört mal, ja, Subhanallah, eine Ehe, wo es um die grundlegenden Aspekte der Religion geht. Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Und jetzt geht's weiter. Zu wem sollen wir noch gütig sein, ja Allah? وَبِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ. Und zu den Verwandten, dem Waisen, den Armen. Und jetzt geht's weiter. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُبُ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُبُ. Dem verwandten Nachbarn, dem fremden Nachbarn. Okay. Was ist mit einem verwandten Nachbarn gemeint? Und was ist mit einem fremden Nachbarn gemeint? Es gibt verschiedene Interpretationen diesbezüglich. Manche sagen, es ist wirklich der verwandte Nachbar, also der mit dir in irgendeiner Weise verwandt ist, ob blutsverwandt oder verschwägert, wie auch immer. Der hat 2 Rechte. Einmal das Recht der Nachbarschaft und einmal das Recht, dass er mit dir verwandt ist. Während der fremde Nachbar ein Nachbar ist, der nicht mit dir verwandt ist. Das ist eine Interpretation. Aber es gibt auch weitere Interpretationen, die sehr, sehr interessant sind. Und zwar hatten einige Gelehrte, wie es auch Ibn Kathir in seinem Tafsir erwähnt, eine andere Interpretation für den verwandten Nachbarn und für den fremden Nachbarn. Und zwar, der verwandte Nachbar ist der muslimische Nachbar. Und der fremde Nachbar ist der jüdische oder der christliche Nachbar, also nicht muslimische Nachbar. Subhanallah.
Ja, diese Interpretation finden wir von den Mufassirun, von den Koran-Exegeten. Und das zeigt noch einmal, wie wichtig diese Thematik ist, gerade für uns Muslime hier in einer Gesellschaft, wo wir fast nur unter Nicht-Muslimen leben. Dass wir gerade auch deswegen, gerade deshalb auch versuchen sollten, diesen Aspekt besonders hervorzuheben. Dass wir versuchen, gut zu unseren Nachbarn zu sein, weil das nämlich die beste Form der Dauer ist. Die beste Form der Dauer überhaupt, ja, ist es, dass du gut zu deinen Menschen in deiner Umgebung bist. Dass die Menschen sehen, oh, mashallah. Da können die Medien erzählen, was sie wollen über die Muslime. Sie sehen aber, ja, mein Nachbar, der ist ganz anders. Mein Nachbar, der ist gut zu mir. Mein Nachbar, der kocht was für mich. Der gibt mir immer was zum Essen ab. Macht das mal, subhanallah. Ja, immer dann, wenn ihr was kocht, ja, gebt euren Nachbarn etwas ab. Gerade euren nahen Nachbarn. Und das ist im Übrigen auch eine Überlieferung von unserem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ja, wo der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Unterschätze niemals eine gute Tat. Niemals. Walau an talqa akhaka bi wajhin talq. Auch wenn es nur das sein sollte, dass du deinen Bruder mit einem lächelnden Gesicht empfängst. Und dann, وَإِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَغْرِفْ لِجِيرَانِكَ مِنْهَا. Allahu Akbar. Und wenn du kochst, ja, dann mach ein bisschen mehr immer. Mach ein bisschen mehr von dem, was du kochst. Und gib deinen Nachbarn davon etwas ab. Subhanallah. Ja, was für schöne Gesten, die hier teilweise total verloren gegangen sind. Stell dir mal vor, du machst das jetzt. Jedes Mal, wenn du kochst oder ab und zu, wenn du kochst, gibst du deinen Nachbarn etwas ab. Mach das mal. Wallahi, aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, ja, du wirst die Liebe dieser Menschen gewinnen, die Herzen dieser Menschen gewinnen, automatisch. Die würden dich mit niemandem anderen eintauschen. Mit niemandem anderen eintauschen. Es gibt eine schöne Geschichte, ich glaube, das war mit Abdullah ibn Mubarak oder mit einem anderen. Ich glaube, entweder Imam al-Auza'i oder Abdullah ibn Mubarak, einen von beiden. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Das ist mir gerade eingefallen. Und zwar, ein Jude, der hat da ein Haus gehabt. Und da kam jemand und wollte das Haus abkaufen. Er meinte, ich werde das niemals verkaufen. Warum? Ja, oder du musst doppelt so viel zahlen. Warum? Ja, weil mein Nachbar Abdullah ibn Mubarak ist. Das sagt ein Jude, ja. Das ist ein super muslimischer Gelehrter. Ja? So ein Nachbar, der ist Gold wert. Der ist Gold wert. Ja? Und das ist das, worauf es ankommt, subhanallah. Dass die Menschen das sehen. Und das ist die Da'wah, die ich machen kann. Und hört einmal jetzt diesen Hadith unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, der das noch einmal klar macht, was der Nachbar in unserer Religion für eine Stellung hat. Und zwar wird überliefert von unserem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, وَلَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَرِثُهُ. Allahu Akbar. Und Jibril hat mir so lange den Nachbarn ans Herz gelegt, bis ich dachte, er wird ihn erben. Stell dir mal vor, ja? Bis ich dachte, er wird ihn erben. Und deswegen lasst uns versuchen, genau diese Werte zu verbreiten. Und jeder von uns kann das machen. Jeder von uns kann das machen. Also wir können genau dem entgegenwirken, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Die Menschen sind nicht mehr gut zueinander. Es gibt keine gute Nachbarschaft mehr. Und ich versuche jetzt, die rühmende Ausnahme zu sein. Ich versuche, ein Leuchtturm zu sein in der Gesellschaft. Und versuche, genau das zu verändern. Und was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Wer eine Sunna belebt, dessen Herz wird Allah ta'ala am jüngsten Tag beleben. Allahu Akbar. Man ahya sunnatan, amataha an-nas. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wer eine Sunna belebt, wiederbelebt, die Menschen sozusagen sterben lassen haben, أحيى الله قلبه حين تموت القلوب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ja? Also wer eine Sunna wiederbelebt, welche die Menschen sterben lassen hat, welche ausgestorben ist, dessen Herz wird Allah Ta'ala leben lassen, an dem Tag, wo die Herzen sterben. Subhanallah. Ja? Und deswegen, das ist so eine schöne Sache, die wir unbedingt umsetzen sollten und an der wir auch inshallah Ta'ala festhalten sollten. Dann, ebenfalls, ein weiteres Zeichen, über das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat, was auch die Gesellschaft betrifft. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض
حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا إرب لا إرب لي فيه. الله أكبر. Also, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, die Stunde wird nicht eintreten, ehe sich der Besitz vermehrt und so überreichlich wird, dass derjenige, der über Besitz verfügt, sich Sorgen darüber macht, an wen er seine Zakat oder seine Sadaqa entrichten kann. Ein Mann wird zu ihm herbeirufen, doch er wird erwidern, ich habe dafür keine Verwendung. Ich habe dafür keine Verwendung. In einer anderen Überlieferung heißt es wie folgt, bei Imam Muslim, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا. Es wird wahrlich eine Zeit kommen, in der ein Mensch mit seiner Sadaqa aus Gold umhergehen wird, ohne einen Menschen zu finden, der sie abnimmt. Wann war das? Oder ist das momentan so? Diese zweite Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über das Gold spricht, könnte eine Überlieferung sein, wie es die Gelehrten gesagt haben, welche auf die Zeit von dem fünften recht geleiteten Kalifen Umar ibn Abdul Aziz radiallahu anhu arda zurückzuführen ist. Wo es wirklich so war, subhanallah, dass die Menschen keine Sadaqa mehr brauchten. Weil er gerecht gewesen war und das Vermögen, und die Muslime waren zu diesem Zeitpunkt auch sehr reich gewesen, das Vermögen wirklich gerecht verteilt hat. Und sogar diejenigen, die heiraten wollten, dann unterstützt wurden. Und als alle geheiratet haben, die heiraten wollen, er sogar all diejenigen gegeben hat, welche die Hajj machen wollten und sogar alle Menschen, die Hajj machen konnten. Und dass am Ende keiner mehr wirklich die Sadaqa benötigte. Das ist innerhalb von 2,5 Jahren, wo er an der Macht gewesen war. 2 Jahre ungefähr, an der er an der Macht gewesen ist. Es könnte diese Zeit sein. Es könnte aber auch sein, dass diese Zeit noch kommen wird. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es auch die Zeit von Isa alayhi salam. Allahu a'lam. Über den wir noch sprechen werden, insha'Allah ta'ala. Aber ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht über diesen ersten Hadith, den ich sehr interessant finde, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau über dieses Vermögen spricht und es sehr viel Vermögen in Überschuss geben wird. Und ich glaube, was wir falsch machen, ist, dass wir Vermögen immer nur auf Bargeld beschränken. Das heißt Gold, Silber, Geld. Aber Vermögen ist viel mehr. Kleidung ist eine Form von Vermögen. Essen ist eine Form von Vermögen. Und wenn wir uns mal unsere heutige Zeit anschauen, subhanallah, dann sehen wir, dass wir teilweise in Gesellschaften leben, wo Dinge, Nahrungsmittel, Lebensmittel, neu verpackt, einfach so weggeschmissen wird. Wenn man nicht weiß, wohin damit. Es wird einfach weggeschmissen. Und ich meine, wir wissen, es gibt mittlerweile Initiativen, die haben ja sogar die Autobahn hier gesperrt, weil Lebensmittel einfach weggeschmissen werden. Nur damit die Preise gehalten werden, subhanallah. Und ist das nicht eine Form von Vermögen? Ist eine Form von Vermögen. Kleidung wird so viel produziert, dass die Menschen gar keine Kleidung mehr brauchen und du weißt gar nicht mehr, wohin damit. Und wenn du jemanden fragst, brauchst du hier Kleidung, wird auf einfach verschenkt. Und keiner nimmt es mehr an. Vielleicht, eventuell, ich weiß es nicht, meint der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch unsere Zeit. Eine Zeit des Überflusses. Eine Zeit der Verschwendung. Eine Zeit, wo alle gesättigt sind. Nicht überall auf der Welt, aber in einigen Gesellschaften. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Also, wir können die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nur versuchen zu interpretieren. Und es kann sein, dass wirklich eine Zeit kommen wird, wo es so deutlich sein wird, dass die Menschen wirklich mit Gold umhergehen werden und keiner will dieses Gold annehmen. Allah subhanahu wa ta'ala, a'la wa a'la. Dann, das letzte Zeichen für heute, insha'Allah ta'ala. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes, wie es von Abu Huraira radiallahu anhu wa arda überliefert wird. تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ يَدِي. Ha? Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, die Erde wird Bruchstücke von dem ausspeien, was in ihr verborgen ist, wie Säulen aus Gold und Silber. Der Mörder wird kommen und sprechen, das war es, wofür ich getötet habe. Wer die Familie gebrochen hat,
wird hervortreten und sagen, das war es, wofür ich die Familienbande gebrochen habe. Der Dieb wird hervortreten und sagen, das war es, für das meine Hand abgehackt wurde. Alsdann werden sie es zurücklassen und nichts davon mitnehmen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht über eine Zeit, ja, und Allahu alam, ob das vielleicht auch unsere Zeit ist, ja, Zeit des schwarzen Öls, wo es aus der Erde sozusagen wie Säulen sozusagen herauskommt, ja, und die ganzen Bodenschätze aus der Erde dann auch geborgen werden. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht über solch eine Zeit, ja. Und ich meine, wir haben das erlebt, subhanallah, ja, und wir leben das immer noch, ja, gerade auch in einigen Ländern, in arabischen Ländern, in Saudi-Arabien, ja, auf der arabischen Halbinsel, ja, wo plötzlich von einem Tag auf den anderen die Menschen, ja, Milliardäre wurden, reich wurden, aufgrund dieser Schätze, die aus der Erde gekommen sind. Aber gleichzeitig zeigt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf, dass im Grunde genommen die Menschen das bereuen werden. Dass sie deswegen Sünden begangen haben. Wegen des Vermögens haben sie getötet. Wegen des Vermögens haben sie ihre Familienbande unterbrochen. Wegen des Vermögens haben sie gestohlen, haben sie betrogen. Und am Ende werden sie nichts mitnehmen. Am Ende werden sie nichts mitnehmen. Und genauso ist es auch mit dieser Dunya. Egal wie viel du hast, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, am Ende wirst du von dieser Dunya nichts mitnehmen können. Es lohnt sich nicht, für Geld und für Vermögen Unrecht zu tun. Seine Familie zu vernachlässigen, zu betrügen. Das lohnt sich nicht, weil es steht dir erstens so und so zu, was Allah für dich vorgeschrieben hat, Nummer eins. Dein Rizq ist maktub, steht fest, das ist das Erste. Du kriegst nur das, was für dich vorgesehen ist. Und Nummer zwei, am Ende wirst du nichts von dem in dein Grab mitnehmen können. Und was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagt, يَتْبَعُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ dem Toten folgen drei Dinge. Drei Dinge. أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ seine Familie, ja, sein Vermögen und seine Taten. فَيَرْجِعُ اثْنَانَ وَيَبْقَ وَاحِدٌ zwei kehren zurück, seine Familie und sein Vermögen, was verteilt wird unter den Erben. Und eins bleibt bei ihm, und das sind seine Taten. Und das ist es, worauf es ankommt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnt uns in dieser Überlieferung auch davor, dass wir uns auf das Geld stürzen und blind werden durch das Geld und dass wir zu Sklaven des Vermögens werden. Das ist das Schlimmste, was hier passieren kann. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, ta'isa abdu dinar. Zugrunde gehen wird der Sklave der Goldmünze. Wa abdu dirham. Und der Sklave der Silbermünze. Wa abdu khamisa. Und der Sklave der teuren Kleidung. Ta'isa wa antakas. Wird zugrunde gehen, wird auf seinen Rücken fallen. Wa idha shika falan taqash. Und wenn er gestochen werden sollte, ja, dann soll dieses Dorn nicht aus ihm herausgenommen werden. Ein Dua des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegen den Sklaven des Geldes. Achte darauf. Lass dich nicht blenden. Wallah, ich habe gestern auf Instagram hat mir jemand einen Account gezeigt von einem Bruder, den ich kenne. Subhanallah, das habe ich ein bisschen traurig gemacht. Weil es eigentlich auch ein Bruder aus der Moschee. Und sein gesamter Instagram-Account besteht, wie viele andere auch, ja, nur aus der Zuschaustellung von seinem Vermögen. Wahrscheinlich hat er irgendwie, ist noch relativ jung, aber hat sehr viel Geld gemacht, wie auch immer, ja. Und alles nur Bilder von teuren Autos, teuren Reisen, Luxuswohnungen, etc. Und das ist eine Fitne. Eine Fitne, die viele junge Menschen heutzutage beeinflusst. Weil sie denken, boah, das ist das Leben. Das ist alles. Wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das habe, dann führe ich ein ausgelassenes Leben. Das ist nicht so. Geld kann dich niemals glücklich machen. Geld ist nur ein Mittel. Wenn es da ist, Alhamdulillah. Wenn es da ist, Alhamdulillah, du kannst damit viel Gutes machen. Aber wenn du nur dafür lebst und das dein Ziel in deinem Leben ist, dann wirst du niemals glücklich werden. Weil du wirst niemals gesättigt sein. Niemals, egal was ist. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der authentischen Überlieferung, damit schließen wir ab, insha'Allah ta'ala, und gehen auf die Fragen, wann ist es? Was? Tamam, machen wir das und dann können wir noch Fragen beantworten. Er sagt sallallahu alaihi wa sallam, لو كان لابن آدم واديا من ذهب, hätte der Sohn Adams ein Tal voller Gold, لتمنى أن يكون له واديين,
würde er sich wünschen, 2 Täler voller Gold zu haben. Guck mal, ein Tal voller Gold, er verrückt, wie viel Geld das sein muss. وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيًا لَتَمَنَّ لَهُ ثَارِثًا. Hätte er 2, würde er sich ein 3. wünschen. وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا تُرَابٌ. Das Einzige, was seine Gier, also sein Mund füllt, ist dann die Erde, weil der unter der Erde ist. Also du wirst nichts mitnehmen, mit anderen Worten. Ja, und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnt uns hier, diese Überlieferung auch, die Grenzen Allahs zu überschreiten für Materielles, für Geld, für Vermögen. Möge Allah uns davor bewahren. Amin, ya Rabbil Alameen. Das inshallah ta'ala für heute. Wir werden, wie Isallah azzawajal, nächste Woche noch auf die Zeichen eingehen, welche noch nicht eingetreten sind, von den Kleinzeichen. Wahrscheinlich werden wir das 1 oder 2 Unterrichte machen. Und dann gehen wir auf Al-Mahdi ein, um dann auf die großen Zeichen einzugehen, inshallah ta'ala.